In der heutigen Frage geht es darum, ist Deutschrap fresher denn je? Berlin, was geht ab? Seid ihr gut drauf oder was? Nein, es geht natürlich um Haus des Geldes. Es geht um den sowohl coolsten als auch ikonischsten Charakter aus dieser Serie. Es geht um Berlin lebt. Und die Frage ist heute, wird es ein Berlin-Spin-Off geben? Und wenn ja, was könnte da thematisiert werden? Wir wissen sowohl, dass Berlin jetzt in der neuen Staffel auch vorkommen wird, auch wieder in Verbindung mit Palermo natürlich, wenn die Vergangenheit wieder ein bisschen aufrollen. Aber das könnte auch der perfekte Moment sein, eben das besagte Spin-Off einzuführen. Und Dennis, was denkst du, was könnten sie in diesem Spin-Off thematisieren und was erhoffst du dir von diesem Spin-Off? Also wir wissen ja, dass Berlin der einzige von diesen Charakteren ist, bei dem es wirklich interessant genug wäre, einen Spin-Off zu machen, weil nehmen wir jetzt irgendwie mal Tokio oder so, da macht es einfach keinen Sinn, da eine eigene Serie draus zu machen. Und Berlin hat da einfach ein bisschen mehr Hintergrund und wir haben ja auch schon so ein paar Sachen angeteasert bekommen mit seinem ersten großen Raub. Und da gibt es auf jeden Fall bei ihm vor allem sehr viele Möglichkeiten, wie man es irgendwie mit einbinden könnte. Auch mit diesem ganzen Vergangenheitsteil in der dritten und der vierten Staffel könnte man da sehr viel verbinden. Ich sage jetzt mal so, Tokio wurde ja auch im Prinzip schon zur Genüge thematisiert. Wir kennen ja auch zum großen Teil ihre Vergangenheit und da war jetzt nicht wirklich was Spektakuläres, was sie jetzt irgendwie in ein besseres Licht rücken könnte oder ihren Charakter neu definieren würde. Ich meine, im Laufe der neueren Staffeln wird man schon sehen, was sich mit Tokio noch so ergibt. Aber im Falle von Berlin ist ja seine Vergangenheit im Prinzip das, was wir als seine Zukunft wahrnehmen, bedeutet, theoretisch ist dieses Spin-Off ja das, was wir dann weiterführend von ihm bekommen werden, weil wir kriegen ja nur immer wieder Ausschnitte aus seiner Vergangenheit, die halt dann andere Charaktere wie zum Beispiel Palermo einführen. Dennoch, wir wissen ja, dass er durch einen sehr, sehr berühmten Diamantenraub überhaupt bekannt wurde und dieser Raub hat ihn ja auch so ein bisschen geprägt. Es könnte ja wirklich sein, dass sie diesen Raub dann thematisieren und ich meine, wer erhofft sich nicht wieder so ein klassisches Bankraub-Szenario mit Berlin an der Spitze und ein Berlin, der da wirklich die Führungsebene bildet. Und das vielleicht sogar mal ohne den Professor. Mal gucken, wie Berlin dann eigenständig agieren kann, wenn der Professor nicht im Hintergrund seine Finger im Spiel hat. Und was daran auch interessant wäre, man weiß ja im Prinzip schon, wie es enden muss. Allerdings ist es völlig egal. Man will eher diesen ganzen Ablauf sehen. Man will immer wieder, wie bei Staffel 1 und 2, diese ganzen Hin- und Her-Switches sehen zwischen der Polizei und zwischen den Bankräubern in dem Fall, wie sie das Ganze ja angedacht haben. Die ganze Konstellation ist auch mega interessant, wie es hin und her geht und ja. Es gibt einige Beispiele auch dafür, die präsentieren, dass sowas nicht funktioniert. Wir haben zum Beispiel letztens ein Video über Friends gemacht. Auf jeden Fall Link jetzt in der Infobox. Schau dir gerne vorbei. Natürlich, wenn dieses Video fertig ist. Im Namen von Berlin. Aber es gibt, wie gesagt, auch Fälle, wo das funktionieren könnte. Joey bei Friends hat nicht funktioniert. Da sind wir uns, denke ich, mal einig. Das hat nicht so gut geklappt. Bei einem Berlin, einem so ikonischen Charakter, kann es funktionieren. Du kannst wirklich diesen Charakter aus dieser Serie rausnehmen, in eine neue Konstellation mit einfließen lassen, dann irgendwie ein paar neue Charaktere dazu etablieren und schon hast du ein komplett neues Szenario, was mit Haus des Geldes zwar zusammenhängt, den Charakter auch irgendwie ein bisschen bildet, dennoch es nicht irgendwie in ein schlechteres Licht drückt, weil die anderen nicht dabei sind. Bedeutet, im Prinzip kann man dann dieses Spin-Off gucken und dann kriegt man vielleicht wieder neue Lust, nochmal Haus des Geldes anzuschauen. Was dann auch immer nochmal viel interessanter macht und bestimmte Herangehensweisen und auch bestimmte Charaktermuster, sag ich jetzt mal, von Berlin auch ein bisschen besser veranschaulichen kann. Vor allem, weil das, was dann in dem Spin-Off drankommen würde, auch nichts an dem verändern würde, was man ja schon von Berlin weiß, dass alles schon in der Vergangenheit liegt. Also würde das Bild sich echt null verschlechtern. Genau, aber was man hingegen bekommen kann, man kann dann zum Beispiel besser nachvollziehen, warum er bestimmte Sachen tut, warum er agiert, wie er nun mal agiert. Seine vermeintliche Frauenfeindlichkeit oder seine leicht introvertierte Art, seine passive Aggressivität oder auch teilweise aktive Aggressivität, das alles könnte man genauso begründen. Indem man seine Vergangenheit so gut präsentiert wie möglich, kann man dann spätere Ereignisse auch besser darstellen, finde ich. Was denkt ihr, was könnte noch passieren? Was denkt ihr, wie lang könnte das Spin-Off vor allem gehen? Und ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Wir sind sehr gespannt. Erstmal werden wir jetzt Staffel 5 bekommen oder den Teil 5 von Haus des Geldes, die letzte Staffel. Und dann werden wir bestimmt auch entweder kurz danach oder kurz vor dem Ende bestimmt auch mitbekommen, was denn mit dem Spin-Off genau passieren wird. Ganz genau. Das war eigentlich relativ gut zusammengefasst. Um das nochmal im Namen der Frage zu sagen, Berlin lebt. Ich komm auf die Bühne und schreib Berlin lebt.